1939 bin ich in diesem Hause hier geboren und lebe seit 70 Jahren in Ruhrort. Bin richtig Ruhrorter. Meine Eltern kommen aus Ruhrort. Meine Großeltern lebten früher in der bekannten Ruhrorter Altstadt, die später abgerissen wurde, wo die Leute heute nicht mehr so freudig sind, dass sie überhaupt entfernt ist. Ja, ich bin 1952 hier in Ruhrort geboren und habe meine ersten 14 Lebensjahre hier verbracht und habe hier nebenan, neben der Nikolausbrüche, die hieß damals Katholische Volksschule, und auf der habe ich die damals üblichen 8 Klassen Volksschule absolviert. Ich bin in Duisburg-Beek am 24.12.1933 geboren. Ich bin also ein Christkind. Ich bin dort eingeschult worden in Duisburg-Beek. Und als so gegen 1942 der Bombenterror sehr stark wurde, entschlossen sich meine Eltern, in ruhigere Gegenden zu gehen. Damals war ja Ruhrort eine bekannte Schifferstadt auf einmal. Und wir hatten ja alleine, wie ich so weiß, eine 99 Kneipen, wo die ganzen Schiffer hingingen. Und wir hatten ja auch die Schiffer zum Beispiel lange Liegezeiten, weil das noch alles umgeladen wurde. Und Container sind ja alle erst viel später gekommen. Und somit war in Ruhrort viel los. Und so hatte Ruhrort auch eine enorme Kaufkraft gehabt durch diese ganzen Schiffer. Und in den vielen Gaststätten gab es auch sogenannte Poststationen, Anlaufstationen für die Schiffer. Wenn die also freitagsabends oder donnerstags kamen, dann haben die sich erstmal hingelegt. Dann sind sie erstmal zu ihrer Gaststätte gegangen, haben sich die Post herausgesucht. Ja, und dann schmeckte denen auch das Bier. Und erst dann sind sie ins Kontor gegangen und haben gesagt, wir sind wieder da, wir haben Frachten und so weiter. Oder habt ihr eine Fracht für uns? Die Binnenschifffahrt funktionierte noch total gut. Es war richtig was los auf dem Rhein, damit war auch was los im Hafen. Diese ganzen Seeleute, also auch andersfarbige Menschen, anders gekleidete Menschen, andere Sprachen, das war ja für uns die große Welt. Wir waren neugierig, wir durften das nicht. Das gab aber den Kick noch mal zusätzlich. Da war natürlich hingegangen, ist ja klar. Ne? Es gab eine große Firma, Gessmann, in Ruhrort. Und da war eine alte Dame, die war so über zwischen 80 und 90. Und die leitete die Firma. Und die hatten vielleicht 40, 50 Schiffe. Und sie wohnte dann an der Dammstraße. Und oben hatte sie so einen Dachgarten gehabt. Da ging die immer hoch und guckte mit dem Fernglas immer, was denn war und wer denn rein und raus fuhr. Und dann hat sie immer ihre Leute angerufen und hat gesagt, Jan, du hast wieder zu lange Dampf gemacht, aber das sind alles meine Kohlen und die muss ich bezahlen. Und ich weiß auch noch eine andere Sache von dieser Frau Gessmann, dass wir in der Nähe gearbeitet haben und da brauchten wir Sand und sie baute gerade an ihrem Haus ein bisschen um. Da musste ich als Lehrling Sand holen. Und dann habe ich so einen Eimer Sand geholt auf einmal und bin jetzt zu der einen Baustelle. Und kurze Zeit später auf einmal kam eine alte Dame mit so einem Krückstock und klopfte an die Türe und sagte, Mensch Jung, du musst mir den Eimer Sand wieder zurückbringen. Den hast du gestohlen. Also musste ich den Eimer Sand wieder dahin bringen. Und sie hat dann aufgepasst, dass ich den auch wieder abgegeben haben. Und ich erinnere immer die Geschichte meiner Eltern, das sagt auch was über die finanzielle Situation aus, dass es immer alle 14 Tage sonntags ein Ei gab und dieses Ei haben sie sich geteilt. Ich war noch zu klein und brauchte keins. Wir hatten viel Grausames erlebt durch den Bombenkrieg. Wir haben sehr viele Tote gesehen und so weiter. Und man war eigentlich froh, dass alles zu Ende war. Und ich kann mich an meine Eltern erinnern, die dann immer sagten, wir würden unser ganzes Leben lang nur noch Pellkartoffeln und Fisch essen, das war damals ein Arme-Leute-Gericht, wenn nur dieser Bombenterror aufhören würde. Und
wie gesagt, als das dann endlich zu Ende war, wir waren eigentlich alle nur glücklich. Und wir haben diese Entbehrung, wir haben zwar auch gehungert, aber das hat man gar nicht so bewusst erlebt. Und dann haben wir das auch gesehen, wie das alles kaputt war. Ich hatte eben gesagt, wir als Kinder haben dann in diesen Trümmer gespielt. Es war ja keine andere Möglichkeit. Es gab ja noch gar keinen richtigen Kindergarten. Das musste ja erstmal alles aufgebaut werden. Das war noch fast die Stunde Null in Ruhrort. Die Brücken waren zerstört. Wir mussten über eine Behelfsbrücke gehen, wo Schwellen und Balken aneinander verbunden waren. Und das Wasser, das war ganz tief für mich als kleiner Junge. Ich denke da heute auch noch sehr ungern zurück. Das war also eine schreckliche Situation. Die Straßen waren ziemlich kaputt, also so weiß ich das als Kind noch. Und dann habe ich das erlebt, wie gegenüber hier zwei Häuser abgebrannt sind. Das habe ich so als Kind immer noch in Erinnerung. Und da war dann auch wieder eine alte Dame, Frau Sittekau. Und die hat dann auch das Haus gegenüber so zum Teil wieder so gebaut, dass die mit ihrer Tochter und mit ihren Enkelkindern da wohnen konnte. Es war schon toll, in einem neuer gebauten Haus zu leben. Das war schon was Besonderes. Es mischte sich bei uns auf der Karlstraße so ein bisschen. Auf der einen Seite waren so etwas neuere Klinkerbauten, auf der anderen waren ältere Häuser, die weit genug vom Hafen weg waren, einfach nicht bombardiert worden sind. Ja, da haben die Leute zusammengehalten. Die Stadt war kaputt und dann haben die Leute zusammengehalten und haben gesagt, wir müssen was machen und haben Ruhrort aufgebaut. Wir haben noch mit Kohle gestocht, aber es gab kaum Kohle. Wir haben die Kohlen gestohlen. Wir sind also hinten zum ehemaligen Sportplatz. Da fuhren die voll besetzten oder voll beladenen Waggons mit diesen dicken, knubbeligen Kohlen langsam vorbei. Und da ist man dann raufgestiegen, hat diese Waggons geentert, hat ein paar Brocken runtergeschmissen, die wurden dann von selbst kleiner in den Korb gepackt und ist dann damit nach Hause. Natürlich waren da auch Razzien zu dieser Zeit, aber die Polizisten haben weggeguckt. Und in späteren Jahren habe ich mal einen Bericht gehört, wo der Kardinal Frings in Köln sagte, das ist kein Stehlen, sondern das war notwendig zum Überleben. Und deswegen haben die Leute das als Fringsen hinterher bezeichnet. Wir wollen, dass das hier wieder schön wird. Wir wollen, dass der Stadtteil schön wird, dass unser Leben schön wird. Und wir wollen von diesem großen Kuchen, der jetzt offensichtlich da steht, dick mit Sahne und Obst geschmückt, da wollen wir was abhaben. Da wollen wir auch was für tun. Also da wurde ja nichts geschenkt. Das war harte Maloche. Meine Eltern haben ganz, ganz hart arbeiten müssen, alle beide. Und das hat oft dazu geführt, dass ich eher so eine Schlüsselkindrolle hatte, was nicht der Brüller war unbedingt. Aber meine Mutter sagte damals, wir sind durch diesen Krieg gekommen und ich hatte immer wenig Geld gehabt. Und jetzt möchte ich auch, dass meine Jungs eine Lehre machen und eine vernünftige Ausbildung bekommen. Ja, also ich war dann eben der sogenannte Kaufmannsgehilfe. Mein Bruder, der 5 Jahre jünger ist, der lernte Maschinenschlosser und ist später Schiffbautechniker geworden. Und mein allerjüngster Bruder, der 11 Jahre jünger ist als ich, der hat eine Kochlehre gemacht und ist Koch geworden. So haben wir alle drei verschiedene Berufe. Ja, und die haben uns eigentlich ausgefüllt unser Leben lang. Und ich weiß, damals war allein in Ruhrort 18 Malerfirmen in Ruhrort, in dem kleinen Ruhrort. Und somit hatten die hier in Ruhrort sehr viel zu tun. Nach dem Krieg wurde alles aufgebaut. Maurerfirmen und Maler und Klempner, Installateure, die hatten enorm viel zu tun nach dem Krieg. Also da kann ich mich so als Kind immer noch so ein bisschen dran erinnern, dass viele Leute gewartet haben, bis die Handwerker alle kamen. Der Wiederaufbau ging ja von vielen Seiten. Einmal von den Wasser- und Schifffahrtsämtern aus, von den Eigentümern der Schiffe aus. Die Schiffe wurden nach und nach gehoben. Die Häuser wurden nach und nach wieder aufgebaut. Und um diese Zeit war es ja auch, dass in den meisten Häusern ja noch gar keine Bäder vorhanden waren. So, aber man musste ja sauber sein. Und dann gab es hier in Ruhrort die Badeanstalt, die zwischen Ruhrort und Lahr liegt. Das ist heute das Binnenschifffahrtsmuseum. Und da bin ich dann jeden Samstag hingepilgert zum Brausen. Und zwar konnte man da wählen zwischen Brausen
das kostete 50 Pfennig. Und Wannenbad, das kostete 1 Mark. Und ich habe mich immer fürs Brausen entschieden, weil es erstens mal, ich fand es sauberer, als in so einer Wanne zu sitzen, die zwar immer wieder gereinigt wurden, aber das Brausen ging auch schneller. Brausen, das dauerte meistens so 1/4 Stunde und die hatten auch mehr Brausen als Wannen. Wir hatten zum Beispiel in unserem kleinen Ruhr zum Beispiel Karstadt. Man muss mal bedenken, heute ist Karstadt enorm in aller Munde. Und wir in Ruhr war so eine kleine Stadt und wir hatten Karstadt. Wir hatten also hier alle Banken, die Sie sich denken können. Wir hatten hier alle Krankenkassen. Wir hatten ein eigenes Rathaus gehabt. Wir hatten hier 6 oder 8 Metzgerbetriebe gehabt. Wir hatten ein tolles Bekleidungsgeschäft. Orlop fällt mir ein. Ein speziell nur für Herren Bekleidungsgeschäft Orlop. Es war toll, überhaupt neue Errungenschaften sich leisten zu können. Das fing bei Einrichtungen in Wohnungen an. Das ging über Küchengeräte. Das ging über Fernseher irgendwann, da war ich glaube ich 10, 12, da hatten wir einen Fernseher, 2 Programme, später 3, war irre, war ganz toll. Und irgendwann dann auch ein Auto, also das war, also wir waren auch dann eine solche soziale Aufsteigerfamilie, so erinnere ich das schon. Im bescheidenen Maße, es gab ringsum welche, die waren arm, es gab auch welche, die ja, auch wieder in der heutigen Sprache eher sozial deklassiert waren und die Kurve nicht kriegten, warum auch immer, wo ich dann auch nicht mitspielen durfte als Kind. Wir als Ruhrorter bedauern an sich, dass die Altstadt total abgerissen worden ist. Man hätte vielleicht auch behutsamer vorgehen können, aber das war damals der Zeitgeist. Man brauchte neuen Wohnraum. Teile der Altstadt, um da drin zu wohnen, war eigentlich gar nicht lebenswert. Ich hatte Freunde, die dort wohnten. Die Straßen waren eng, zum Teil. Die Sonne schien nicht hinein. Die sanitären Verhältnisse waren sehr, sehr schlimm dort. Die meisten Häuser hatten keine Toilettenanlage oder keine Bäder und so weiter. Viele alte Ruhrorte erinnern Sie sich noch mit Wehmut daran, ach, in der Altstadt, da war es doch schön. Das war ein Magnet für Leute, die auch von auswärts kamen, für die Schiffer. Auch die Leute, die Vertreter der Stadt Duisburg sind gerne mit ihren Besuchern hier nach Ruhrort gegangen. Die Altstädter waren für sich und die Neustädter eben wieder für sich. Ne? Und in der Neustadt sind ja neue Leute eingezogen und die brachten dann ihre Jugendlichen alle mit. Und in der Altstadt, das waren eben die, die immer in der Altstadt gewohnt haben. Und die wollten natürlich immer haben, dass nur die Altstädter was zu sagen haben. Wir dann da in den Abbruchhäusern in der Altstadt uns rumgedrückt. Die Damen in den Freudenhäusern waren nicht sehr begeistert, weil wir waren heranwachsende Mädchen. Und dann wurde schon mal wüst runtergeschimpft und wir sind dann abgehauen. Und wenn wir zu Hause dann fragten, Mama, was ist denn das für ein Wort? Dann, wo hast du das her? Warst du wieder in der Altstadt? Dann gab es immer richtig Zoff. Ne? Also dann hat man uns sozusagen selbst verraten. Schlägereien gab es denn auch schon mal unter den Jugendlichen und so. Und das war eben ein Markenzeichen von Ruhr zwischen alt und neu. Wir hatten auch eben auf der Stegstraße die Frauen, die einem gewissen Gewerbe nachgingen. Und es war mal ein sehr kalter Winter und die hatten dann Elektroradiatoren bestellt. Wir hatten die aber nicht alle da gehabt. Und da hieß es, ja, dann bestellen Sie mal und bringen uns die rüber. Und dann haben wir die Radiatoren genommen, sind dann zur Stegstraße 5 hin, haben laut Hallo gerufen. Ja, kommt mal rauf, Jungs. Der Radiator gehört dahin. Dann sind wir raufgegangen, haben den Radiator dahingestellt. Und ich weiß es noch so gut wie heute. Die Dame hatte da eine Kristallschale stehen gehabt. Da waren lauter 5 Markscheine drin und ich glaube, das war damals die Währung für ein Vergnügen. Da hat sie reingegriffen und hat uns jeden 5 Mark gegeben. Und als wir dann draußen waren, ein paar Schritte weiter, sagte ich dann zu meinem Kollegen, Hans,
wenn wir jemandem erzählen, dass wir hier in der Stegstraße 5 waren und haben noch Geld gekriegt, das glaubt uns kein Mensch. Wir hatten hier auf der Amtsstraße das Union-Theater. Das war ein Kino, was jetzt später mal ein Lebensmittelladen wurde. Aber da kann ich mich noch dran erinnern, auch als Junger sind wir alle, oder als Kinder sind wir alle da hingegangen und dann konnten wir da Filme und dann waren da schon mal Theaterstücke, wurden da aufgeführt. Und es war auch so, vor der Türe stand immer noch ein Empfangsmann. Da weiß ich noch, der hatte so ein Livret an und dann auch mit einer Mütze. Und da musste man immer sagen, was man wollte und da wurde man begleitet rein. Schifffahrt ist ja auch weniger geworden. Also man hat ja heute Containerschifffahrt, Schiffe und so alles. Und somit haben die ganzen Schiffe nicht mehr angelegt. Heute sagt man ja auch von den Schiffen, Zeit ist Geld. Die Liegezeiten sind ganz kurz. Es ist alles sehr modern geworden. Aus den Schleppschiffen, die hat man in den Hochofen geschickt, hat neue Schiffe gebaut. Erstmal motorisierte, fahrende Schiffe. Dann kam das Radar auf, die konnten also auch bei Nebel fahren. Dann kam zum späteren Zeitpunkt die Schubschifffahrt auf, die auch sehr viele ältere Schiffe dann abgelöst haben, weil man da viel rationeller die Erze von den Seehäfen in Rotterdam und Antwerpen hier zu den stahlverarbeitenden Betrieben fahren konnte. Die Eigentümer haben auch Teilen hier nicht gewohnt. Dann wurden die Fenster zugemauert. Immer haben die Leute gesagt, na Ruhrt ziehen. Nein, da zieh ich nicht. Die Kaufkraft war weg. Und so nach und nach machte ein Geschäft nach dem anderen zu. Es gab hier enorme Leerstände. Die Hüttenwerke, die wir hier im Ruhrort la hatten, die machten zum Teil auch zu oder rationalisierten. Da gab es auch sehr viele Leute, die dort gearbeitet haben. Die sind dann auch von Ruhrort weggezogen. Es gab also nicht nur Leerstände in den Geschäften. Es waren auch weniger Ruhrorter Bürger hier. Also wenn ich hier durch die Straßen gehe, manchmal passiert mir noch, dass ich denke, mein Gott, das ist aber hier irgendwie alles so klein geworden, bis ich dran denke, hey, ich bin ja groß geworden. Aber wir haben einen Prinzen hier vor Ort und das ist die Firma Haniel. Ich mache keine Werbung für Haniel, aber die Firma Haniel hat sehr viel für Ruhrort getan. Und Ruhrort befindet sich auch jetzt wieder in einem Aufwind. Und ich sagte immer, Ruhrort liegt in einem Dornröschenschlaf und es muss noch vom Prinzen wachgeküsst werden. Und der erste zarte Kuss ist schon erfolgt. Wenn Sie nämlich durch Ruhrort heute gehen, sehen Sie ja sehr viel Neues, was alles geschehen und gebaut worden ist. Also viele Jüngeren, aber ich höre immer sehr viel in Ruhrort, dass junge Leute, junge Paare fragen, wo kann man hier eine Wohnung mieten? Und wenn eine Wohnung frei ist, ist die meisten, und die ist gut, wenn der Hauseigentümer die gut renoviert hat, hatte die auch weg. Die Leute wollen eine schöne Wohnung haben mit Balkon und in Ruhrort leben und sagen dann, jetzt sind wir Ruhrorter. Ja, es sind also sehr viele Leute wieder nach Ruhrort gekommen und wohnen auch wieder hier. Und einige Neuruhrorter haben wir auch in den letzten Jahren kennengelernt. Es sind interessante Leute, die auch für Ruhrort ein Gewinn sind. Am Anfang war ja ziemlich leer Ruhrort, aber durch Kulturhauptstadt 2010 auf einmal ist hier viel Publikum hingekommen. Es waren ja auch die Häuser zum Teil angestrahlt. Als klar war, Local Hero Woche kommt, die ist ja nicht in Duisburg geboren, sondern geht ja darüber hinaus, da war auch klar, hey, wir wollen was auf die Beine stellen. Und als dann klar war, ja, Ruhrort, in Ruhrort wird der Hauptteil sozusagen dieser Woche auch sein, dann war für uns klar, hey, das war wieder so ein bisschen, so stehe ich mir meine Eltern vor, ne? Hey, Aufbruch, jetzt wird mal der Pfeudel geschwungen und ein bisschen geputzt und jetzt wird was gemacht. So ähnlich denke ich mir das im übertragenen Sinne.
Und da war die Stimmung auch sofort so. Also es waren die meisten wirklich sofort entzündet. Also ich muss Ihnen sagen, für uns war das, für meine Frau und mich, war das ein Festival. Wir sind keinen Abend vor 12, 1 Uhr ins Bett gekommen. Die Wohnung haben wir ganz selten gesehen. Es war für uns wie im Urlaub. Es war eine ganz wunderschöne Zeit. Wir haben im Pfarrgarten gab es Liebe, Sehnsucht, Ruheort. Das haben wir uns dreimal angeschaut. Also ich saß da und dann auf einmal die Bilder beim schönen Wetter. Und dann war ja in dieser Kuppel, wenn Sie das gesehen haben, da wurde dieser Film gezeigt. Und dann habe ich gesagt, da hat ja meine Mutter gewohnt. Oder da hat mein Vater gewohnt auf einmal. Und da hat meine Tante und meine Großeltern. Ich schaue mir das an, die Erinnerungen kommen und man kann eigentlich dem Schicksal oder auch dem lieben Gott dankbar sein, dass eine Entwicklung im Laufe der Jahre stattgefunden hat. Wir haben über 50 Jahre Frieden hier in unserem Land. Das hat es früher nicht gegeben und ich hoffe, dass das für ewig anhalten wird. Das kann es nicht gewesen sein. Das kann es nicht gewesen sein, hier muss irgendwie was weitergehen. Also hier zum Beispiel mit dem Ingo jetzt von den Hafenkids oder mit dem Bernhard Weber-Brosamer von Haniel oder mit dem Ralf von Immersat. Wir können das Gleiche nicht jedes Jahr auf die Beine stellen, aber es müsste was weitergehen für und mit Ruheort. Die Leute müssen noch mehr zusammenhalten und müssen noch mehr bringen, dass noch in Ruheort noch mehr passiert als jetzt schon passierte. Also ich liebe auch das, was viele nicht so mögen, diese Industriekulisse. Und wenn es qualmt und schlotet und auch wenn es ein bisschen stinkt, das ist einfach mein Zuhause. Und da gibt mir das Herz auf, das ist so. Die Freundlichkeit, die Offenheit und das Gespräch, was man mit den Leuten, man kommt sehr schnell ins Gespräch. Das finde ich gut. Und das ist so was man den Ruhrortern nachsagen kann. Das ist ein Kleinod und an manchen Stellen ist dieses Kleinod einfach gerade schlecht geputzt und ein bisschen blind geworden und die Fassung ist beschädigt. Aber das ist wieder machbar, das ist wieder auf Vordermann zu bringen. Und ich sage ja auch immer, ich bin richtiger Ruhrorter, also nicht Duisburger, sondern Ruhrorter. Ne? Und wir Ruhrorter sagen ja auch, wir fahren jetzt mal in der Stadt. Ne? Ne? Also dann ist der in Duisburg. Ne? Aber wir Ruhrorter, sagen wir immer, ist ein eigenes Volk für sich.